Für unseren heutigen Morgen ist uns eine Bibelarbeit vorgegeben, ein Bibeltext, nämlich aus dem Kolosserbrief, die Kapitel 4, die Verse 2 bis 6. Ich habe es hier nach der Guten Nachricht Übersetzung. Dort heißt es, lasst nicht nach im Beten, werdet nicht müde darin und tut es immer mit Dank. Betet dabei auch für uns, dass Gott uns eine Tür öffnet für seine Botschaft. Wir sollen ja das Geheimnis bekannt machen, das in Christus beschlossen ist. Als Verkündiger dieses Geheimnisses sitze ich hier im Gefängnis. Bittet Gott darum, dass ich es weiterhin offenbar machen kann, wie es mein Auftrag ist. Im Blick auf die, die nicht zur Gemeinde gehören, sollt ihr leben wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Und sollt die Zeit, die euch noch verbleibt, gut ausnutzen. Wenn ihr Außenstehenden über euren Glauben Auskunft gebt, so tut es immer freundlich und in ansprechender Weise. Bemüht euch, für jeden die treffende Antwort zu finden. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, dass es uns heute in den Alltag hineinsprechen will. Herr, so rede du jetzt zu uns und mach du unsere Herzen warm und hell. Amen. Der Apostel Paulus schreibt diesen Brief an eine ihm unbekannte Gemeinde in Kolosse. Die Gemeinde war von einem Mitarbeiter. Die Stadt liegt im Südwesten der Türkei. Auf seinen Missionsreisen sind sie nie dorthin gekommen. Die Gemeinde wurde durch einen seiner Mitarbeiter, Epaphroditus, gegründet. Und er war auch nie dort gewesen, hat sie besucht. Er schreibt also einer ihm unbekannten Gemeinde. Zunächst am Anfang schreibt er, was für ein Reichtum wir in Jesus haben. Ein Vers, Kolosser 1, Vers 12. Gott hat uns aus der Gewalt Satans errettet und unter die Herrschaft Christi gestellt. Nachdem er so die Grundlagen gelegt hat, was unser Wesen als Christen ausmacht, geht er dann der Frage nach, wie können wir im Alltag als Christen leben? Wie sollen wir von Jesus reden? Und der Predigttext ist ein Teil dessen. Und ich möchte aus diesem Bibeltext 4 kurze Gedanken aufgreifen, die ich hier im Text nochmal markiert habe. Erstens, beten. Zweitens, Gott öffnet Türen. Drittens, Jesus verkündigen, bekannt machen. Und viertens, das Evangelium leben. Das sind die 4 Hauptgedanken, die ich jetzt entfalten möchte. Das erste, lasst nicht nach im Beten. Das ist es, was unseren Kern, unser Wesen als Christen, als Nachfolger Jesu ausmacht. Was das Wichtigste und das Allerdringlichste ist. Diese Grundhaltung des Hörens auf Gottes Stimme, was er zu sagen hat. Diese gelebte Spiritualität. Wir sehen das in der Apostelgeschichte, zum Beispiel Kapitel 2, Vers 42. Die Gemeinde in Jerusalem blieb beständig in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und im Gebet. Immer wieder trafen sie sich, um miteinander zu beten. Kapitel 4. Johannes und Petrus werden vors Gericht gezogen. Die Gemeinde fühlt sich unter Druck. Was macht sie? Sie trifft sich zusammen und betet miteinander. Und während sie beten, wird Johannes und Petrus freigelassen und die Gemeinde bekommt neuen Mut, von Jesus zu reden. Kapitel 10. Petrus in Lydda. Er betet und Gott schenkt ihm eine Vision. Eine Vision, die all seine Vorurteile, all seine Konzeption über den Haufen wirft. Und kurz danach stehen die Boten von dem Cornelius vor der Tür und das, was für ihn als Jude eigentlich schrecklich war, unvorstellbar. Er ist vorbereitet dazu. Vorbereitet durch das, was Gott ihm im Gebet geschenkt hat. Kapitel 3,
Kapitel 13. Die Gemeindeleitung in Antiochia ist zusammen und betet. Während sie miteinander dort beten, spricht Gottes Geist zu ihnen und sagt, sendet aus Paulus und Barnabas zu der ersten Missionsreise. Und ganz, ganz Neues passiert. Und dann auf den Missionsreisen passiert ganz viel. Kapitel 16, 25, sie werden ins Gefängnis geworfen in Philippi. Und dort betet Apostel Paulus und Silas im Gefängnis und loben Gott. Was macht Gott? Er schickt ein Erdbeben und die Türen brechen auf, wird freigesetzt und der Gefängniswärter kommt zum Glauben und es passiert viel in der Stadt. Wodurch? Durchs Gebet. Darum das ist mein erster und wichtigster Gedanke. Mission beginnt mit Gebet. Und Gebet verändert vor allem den Beter selbst. Darum ist es so wichtig, dass wir das nicht übersehen, überhören. Bei all dem vielen, was wir heute zu tun haben, dass wir das Gebet nicht vernachlässigen. Die Zeit der Stille vor Gott, jeden Tag neu, um auf ihn zu hören, was er zu sagen hat. Im letzten Jahr gab es ja immense Umbrüche in unserer Welt. Zum Beispiel die arabischen Revolutionen, die ich persönlich so mitverfolgt habe. An diesem Platz in Medinat Tahrir in Kairo, da habe ich Arabisch gelernt vor ein paar Jahren, direkt daneben. Und was dort an Veränderungen passiert ist, jetzt im Dezember war ich in Tunesien gewesen, und Dinge, die vor einem Jahr noch unvorstellbar waren, sind passiert in diesem Jahr. Was aber viele nicht bedenken, sind, dass gerade in den letzten Jahren es ganz besondere Gebetsketten für die arabische Welt gegeben hat. Vor 7 Jahren ist eine internationale Gebetskette für Tunesien ausgerufen worden. 2004, 7 Jahre Gebet. 4 plus 7 gibt 2011. Und bevor die 7 Jahre rum waren, ist das sattelfeste Regime Ben Ali vom Thron gestürzt worden. Genauso in Libyen. 5 Jahre Gebet für Libyen. Was ist passiert? Ein selbstherrlicher Herrscher, der eigentlich für unumstößlich angesehen wurde, ist von der Macht vertrieben worden und einen sehr hohen Blutpreis, müssen wir zugeben, mit ganz unsicherer Zukunft. So wie vor 30 Jahren war damals Brother Andrew, der damals aufgerufen hatte für ein 10 Jahre Gebet für den Ostblock. 1980 war das gewesen. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Und bevor die 10 Jahre um waren, 1990, gab es keine Sowjetunion mehr. Gebet verändert den Betenden und Gebet verändert die Welt. Da möchte ich uns einladen, dass wir die Anliegen unserer Welt, und wir kommen gleich auch noch auf eure Freunde, eure Nachbarn, eure Klassenkameraden, Arbeitskollegen, dass wir sie im Gebet vor Gott bringen. Das ist das Wichtigste und das Beste, was wir für unsere Freunde tun können, im Gebet einzustehen. Das gilt übrigens auch für Missionare. Mit unserem Werk sind etwa 400 Missionare im kulturüberschreitenden Dienst tätig. Ich habe auch verschiedene, als Naturwissenschaftsphysiker bin ich so ein Forschertyp und mache da verschiedene Forschungen. Eine der Studien ging darüber, was stärkt Missionare und was macht ihren Dienst fruchtbar und was verhindert die vorzeitige Rückkehr von Missionaren. Bei dieser riesigen Studie mit 30.000 Missionaren untersucht wurden, was dabei rauskam, der wichtigste Faktor ist das persönliche Glaubensleben der Missionare. Das lebendig und reich zu halten. Wenn die geistlich trocken laufen, werden sie mutlos. Wenn du geistlich trocken läufst, bist du auch nicht mehr fruchtbar. Hat dein Leben auch wenig Ausstrahlung.
Darum ist es so entscheidend, dass wir unsere Beziehung zu Gott lebendig halten, im Alltag praktizieren. Also in dieser Grundhaltung des Gebetes leben, den ganzen Tag über. Natürlich können wir nicht jeden, den ganzen Tag über die Hände gefaltet halten. Aber es gibt eine Grundhaltung. Wenn ich durch die Straßen laufe, auf dem Weg zur Arbeitsstelle, Menschen begegne, schaue ich ihnen ins Gesicht. Sage, ich sehe manchmal an Angst, ich sehe an Gedankenlosigkeit. Segne ich jetzt nicht, sage, Herr, segne diesen Menschen. Wenn ich in der U-Bahn fahre, sitzt jemand gegenüber, sagt dann, Herr, ich ahne nicht, was in dessen Leben sich gerade ereignet. Segne diese Person. Und das Recht dann in unserem persönlichen Bereich. Vor jedem Telefonat schicke ich so ein kleines Stoßgebet in den Himmel und sage, Herr, leite jetzt die Worte. Meist hat das einen Grund, wenn ich telefonieren muss, gibt irgendwelche Probleme zu lösen. Und oft bin ich auch ratlos dabei. Ich weiß auch nicht, wie die Lösung aussieht. Habe jetzt wieder eine ganze Reihe von schwierigen Problemen, Nüssen zu knacken und Knoten zu lösen. Ich weiß im Augenblick auch noch nicht die Antwort. Aber ich bete, Herr, jetzt rede du. Jetzt reinige du die Atmosphäre. Schenk du Verstehen. Schenk du Weisheit. In Sitzungen, die ich leite, nach jedem Tagesordnungspunkt, wenn wir eine Gebetsrunde einschieben. Wenn wir eine halbe Stunde über was diskutieren, dann können wir uns auch die 2 Minuten Zeit wirklich noch nehmen, jetzt das vor Gott zu bringen. Korrigiere das, was jetzt nicht in deinem Sinne ist. Verstärke du das, was jetzt richtig ist. Schenk du weitere Einsicht. Besucher, die bei mir vorbeikommen, das Gespräch bringe ich eigentlich immer mit einem kurzen Gebet zum Abschluss. Das, wenn die Leute nicht gläubig sind. Christen, die Leute beten. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr Freunde besucht im Krankenhaus oder einen Asylbewerber oder wem auch immer, dass wir die Gelegenheit nutzen, gerade auch in ihrer Gegenwart Gott zu beten. Unser Weg in die äußere Mission fing damit an, dass ich die Asylbewerber in meiner Nachbarschaft entdeckt habe. Habe viele Besuche gemacht bei Menschen. Habe erschütternde Geschichten, Lebensgeschichten erfahren. Eigentlich jeweils zum Schluss habe ich gesagt, darf ich jetzt um Gottes Segen für sie bitten, für dich bitten. Dass Gott dort hineinwirkt. Die meisten waren Muslime, mehr oder weniger überzeugte Muslime. Ich habe es nie erlebt, dass ein Moslem gesagt hat, nein, das möchte ich nicht. Ich habe stets im Namen Jesu auch gebetet. Das ist, was uns als Christen auszeichnet. Wir können mit Gott reden und viele haben keine Ahnung davon. Darum lasst uns das miteinander praktizieren. 4 Merkmale des Gebetes, die uns hier in der Abschnitte erwähnt werden. Erstens, seid ausdauernd, beharrlich, dass wir warten können. Manchmal handelt Gott zunächst einmal ganz leise, vorsichtig und es dauert längere Zeit, bis Dinge offensichtlich werden. Wie die Gebetskette jetzt in Tunesien. Es hat 7 Jahren gedauert, bis Gott die Wende geschenkt hat. In der Zwischenzeit langsam vorbereitet. Wie vielleicht bei einer Baustelle. Zunächst einmal wird lange gearbeitet, werden die Versorgungsleitungen gelegt und Fundamente ausgegraben und so weiter. Man sieht gar nichts auf der Baustelle. Jedenfalls guckt nichts über den Bauzaun raus. Und dann ruckzuck, plötzlich ist das Gebäude da. Aber das meiste ist vorher schon getan worden mit all dem, was zunächst einmal nicht sichtbar ist. Das Zweite, das konzentrierte Hören. Wacht und betet, wachsam sein. Darauf hören, was Gott zu sagen hat in die Situation hinein. Beten ist ja nicht, dass ich meinen Willen Gott aufzwinge, ihn zu überreden versuche, ihn auf meine Seite ziehen. Es ist ja viel stärker, ich komme in Gleichschritt, in Takt mit Gottes Wirken in der Welt. Herr, was willst du hier tun? Was hast du hier vor? Was tust du hier? Wie kann ich Teil deiner Geschichte mit diesem Menschen sein? Von daher ist das Hören auf ihn unerlässlich. Und dann die Haltung der Dankbarkeit.
zu hören und zu erkennen, was Gott tut, wo Gemeinden wachsen, wo es Erweckungen gibt. Ich habe hier die neue Ausgabe von dem Buch Operation World, eine Enzyklopädie der Gebetsanliegen. Leider ist es noch nicht in Deutsch herausgekommen, aber in Englisch. Dass es Erweckungen gibt in Äthiopien und in Nepal und in Indien und Indonesien und im Iran und in vielen, vielen anderen Orten der Welt, dort von Herzen sich mitzufreuen. Was Gott in unserer Welt heute tut, wo Gemeinden wachsen. Zu keiner Zeit sind mehr Menschen zum Glauben an Jesus gekommen als heute. Nicht so furchtbar viel in Deutschland, das will ich ja zugestehen. Aber weltweit, etwa jede Stunde gibt es eine, kommen so viele Leute zum Glauben wie an einem Pfingstfest. 3000 Menschen, jede Stunde, um den Globus verteilt. Freuen wir uns damit? Wir haben viel Grund, mutig zu sein und freudig und voller Erwartung, Großes von Gott zu erwarten. Hier sehen wir zum Beispiel eine Karte aus diesem Buch, Gebet für die Welt, wo die Gemeinden am stärksten wachsen. Auf das ganze Land bezogen. Und interessant, in welchem Bereich ist das besonders? Ein Bereich der Region in Nord- und Westafrika, Zentralasien, Mittlerer Osten, Ostasien, Südasien. Eine Region, die wir es gar nicht so erwarten würden. Da kommen besonders viele Menschen zum Glauben an Jesus. Und das Vierte, was er noch erwähnt, dann die Fürbitte. Betet auch für uns. Apostel Paulus hat das Gebet nötig gehabt. Selbst von fremden Leuten wie der Gemeinde in Kolosse. Er wollte das Gebet. Wenn er das Gebet nötig hat, wie viel mehr dann wir? Dass wir andere auch einladen, für uns und mit uns zu beten. Dass wir für Missionare beten, für unser Land beten, für unsere Freunde beten, für andere im Gebet einstehen. Nach dem Buch Gebet für die Welt, dort sind auch die Prozentsätze innerhalb eines Kontinentes, so durchschnittlich. Wie viele Prozent der Bevölkerung dieser Kontinente engagierte Nachfolger Jesus sind? Nach dem Buch wird mit fast 30% Nordamerika angegeben. Gefolgt von der Pazifikregion, Afrika, Lateinamerika, Karibik, Asien. Und das Schlusslicht in der Bundesliga-Tabelle ist Europa. Unser Kontinent hat das Evangelium verloren. Mit unserem Werk sind Missionare in fast 80 Ländern um den Globus herum verteilt, tätig, auch in Deutschland. In der Tat, eines der schwierigsten Missionsfelder, Gebiete ist Europa und gerade auch unser Land. Darum ist es nicht so einfach, von Jesus zu reden und dann vielleicht auch noch Frucht zu sehen. Aber gerade unser Land hat es nötig. Und was vielleicht durch das Gebet ausgelöst wird? Ich möchte euch ein Beispiel bringen. Das hier ist eine Gebetsnacht, die am 11. November, an dem Buß- und Bettag in Kairo stattgefunden hat, wo verschiedene Gemeinden zusammengekommen sind, um für ihr Land zu beten. Eine ganze Gebetsnacht, 12 Stunden. Von abends bis zum nächsten Morgen. 70.000 Ägypter haben daran teilgenommen. 70.000 um diese Kirche und den ganzen Straßen und den ganzen Gegend dort zusammen verteilt, um für ihr Land zu beten. Die größte Gebetsversammlung, die es je dort in Ägypten im Orient gegeben hat. Gerade angesichts der bevorstehenden Parlamentswahlen und heute Morgen haben wir gehört von dem dritten Teil, jetzt wird es noch Stichwahlen geben, ist eine ganz kritische Phase in Ägypten. Diejenigen, die Revolution durchgeführt haben, ja, die Revolution hat ihre Kinder gefressen, sind inzwischen marginalisiert.
Die jungen Studierenden, die Liberalen, haben jetzt gerade mal 15% der Stimmen bekommen. Moslembrüder, über 40%. Salafiten, die Extremisten, haben 20% bekommen. Zwei Drittel Mehrheit wahrscheinlich. Gebet, damit beginnt Mission. Und das ist ihr Herzstück, ist ihr Kernstück. Das Entscheidende, das Beste, was wir für unsere Welt tun können. Ein zweites. Paulus schreibt dann, betet, dass Gott uns eine Tür für das Wort öffnet. Erwartet das von Gott. Wer ist der Handelnde? Wer öffnet die Tür? Nicht wir Menschen. Es ist Gott selbst. Diese Erwartungshaltung Gott gegenüber. Er ist Herr der Geschichte. Er muss es tun. Dazu sind wir viel zu schwach. Meine Sorge ist, dass wir uns maßlos selbst überschätzen. Als wenn wir durch unsere attraktiven Angebote Menschen für Jesus gewinnen können. Über unsere überzeugenden Modelle, durch unsere modernen Methoden, durch unsere intelligenten Pläne. Als wenn Mission unser Auftrag wäre. Wenn Gott uns anvertraut hätte und jetzt müssen wir versuchen, den, so gut es eben geht, umzusetzen. Nein, das ist eine maßlose Selbstüberschätzung. Im Missionsauftrag Matthäus 28 sagt Jesus, mehr ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Damit fängt der Missionsauftrag an. Dass er König ist, dass er Herr ist, dass er handelt. Und weil Jesus der König ist und weil er handelt in der Welt, darum sind wir in seine Bewegung in der Welt mit hineingenommen. Es ist Gottes Mission, seine Bewegung in der Welt. Er öffnet Herzen, er überführt Menschen, er schenkt Erkenntnis, dass ich verloren bin. Er offenbart sich in der Welt, er lüftet das Geheimnis. Er schenkt neues Leben, er stattet aus mit dem Heiligen Geist, er ist stets für eine Überraschung gut. Er plötzlich ganz anders handelt, als wir es erwarten würden. Und wir? Wir sind höchstens so kleine Helfer, Augenzeugen, Berichterstatter, ein Kanal von seinem Segen in die Welt hinein. Das ist unser Platz, von seinen Taten zu erzählen. Aber wir sind nicht die Macher. Meine Sorge ist, dass wir uns viel zu wichtig nehmen. Als wenn es dann auf meine Rechte ankäme. Meine Erwartungen, meine Ansprüche, meine Ehre. Mein Wunsch nach einem angenehmen Leben. Oh nein, Gott kann uns auch andere Wege führen. Als wenn es auf uns ankäme. Paulus schreibt diesen Brief ja schließlich aus dem Gefängnis. Auch ihm ging es nicht so furchtbar gut. Und in unserer Zeit, er im Gefängnis dort, er bittet nicht, dass Gott ihn freisetzen möchte. Er bittet nicht, dass er wieder Missionsreisen machen könnte, um zu evangelisieren. Er bittet vielmehr darum, dass Gott Türen öffnet, dass er in der Welt handelt. Und er ist bereit, auch dafür selbst zu leiden. In unserer Zeit heute gibt es mehr Christenverfolgung als wohl zu jeder anderen Zeit in der Kirchengeschichte. Auch durch die größere Zahl von Christen, die es heute gibt und Menschen. Die letzten Tage wieder die Schreckensnachrichten von Nigeria. Massaker in Kirchen, Irak, Syrien, Indien, in vielen Ländern unserer Welt. Paulus sagt, betet aber nicht nur für mich, sondern betet für uns, für sein ganzes Team. Der Apostel Paulus hat stets im Team gearbeitet.
Im Neuen Testament werden uns über 70 Personen namentlich erwähnt, die zu verschiedenen Zeiten Teil seines Teams waren, mit denen er gemeinsam gearbeitet hat. Und besonders heikle Missionen hat er oft Mitarbeiter geschickt, wie zum Beispiel in Timotheus. In Korinth gab es ganz, ganz große Schwierigkeiten. Die haben sich ziemlich verhakt gehabt, Paulus und die Gemeinde in Korinth. Er selbst ist nicht persönlich hingegangen. Er hat seinen ganz jungen Mitarbeiter, Timotheus, dorthin geschickt. Der Mann für die heiklen Aufgaben, der Mann mit den leisen Tönen, der Mann mit den dezenten Fingern, der wusste so etwas zu richten. Paulus war da wie ein Bulldozer gewesen, der so viel Opposition auf sich gezogen hat. Paulus war bereit, auch in den Hintergrund zu treten und seine Mitarbeiter zu fördern, damit Gott die Ehre zukommt. Das bringt mich jetzt zum Dritten. Jesus zu verkündigen, Jesus bekannt zu machen. Nur so können wir das Geheimnis Christi sagen. Das Geheimnis Christi ist ein sehr schillernder, vielfältiger Begriff in der Bibel. 1. Korinther Kapitel 2. Das Geheimnis ist Jesus gekreuzigt und auferstanden. Das scheinbare Scheitern Jesu am Kreuz bewirkt den Sieg über Hölle, Tod und Teufel. Das konnte sich kein Mensch ausdenken. Das widerspricht so unserer ganzen Logik und Vorstellung. Römer 16. Das Geheimnis, dass eine Gemeinde aus allen Völkern zusammengerufen wird. Nicht nur das Volk Israel, alle Völker. Epheser 1. Das Geheimnis, dass Himmel und Erde unter der Herrschaft Christi versöhnt werden. Versöhnt mit Gott. Epheser 3. Dass die Nationen Miterben sind der Verheißung. Teil des Leibes Christi. Kolosser 1. Christus in euch. Er will sein Werk in unserem Leben tun. Nicht wir müssen aus eigener Kraft, nein, Gottes Kraft in uns. Das ist das Geheimnis des Christen. Epheser 3, das Geheimnis, dass das Evangelium in der Welt verkündet wird, nicht durch Engel, sondern durch Christen und seine Gemeinde. Was für ein unvorstellbarer Gedanke. Stets geht es dabei um Jesus, bei dem Geheimnis. Sein Sterben, seine Auferstehung, was es bewirkt. Aber es ist viel, viel mehr als nur Evangelisation. Mission ist viel, viel weiter. Vielmehr das Wachstum im Glauben und das Leben als Christen. So wie im Matthäus 28, im Missionsauftrag, steht im Zentrum nicht das Evangelium nur weiter zu sagen, sondern Macht zu Jüngern Jesu, indem ihr hingeht und evangelisiert und Traktate verteilt und kreative Evangelisation macht und Pantomime und persönliche Gespräche führt und Freundschaften knüpft und biblische Lehre macht und vieles andere. Alles soll dazu dienen, dass Jesus Herr wird im Leben. Aber dieses Offenbarmachen, dieses Aufdecken, dieses Weitersagen meint, dass es verständlich wird. Die Botschaft klar verständlich wird. Zur Begegnung, nur so zur Begegnung mit Jesus einzuladen. Es ist nicht darum, Informationen weiterzugeben. Das reicht bei weitem nicht aus. Jesus hat 30 Jahre lang in Nazareth gelebt. Vollkommen. Aber wir wissen nicht von einer einzigen Person, die dort zum Glauben gekommen ist. Im Gehorsam zum Vater hat er sich selbst begrenzt und sich nicht geoffenbart, nicht darüber gesprochen, sondern nur das gelebt. Wenn aber das Leben allein nicht ausreichend ist und die Worte hinzukommen müssen, bei Jesus,
wir mehr erst bei uns. Darum dürfen wir nicht schweigen, von Jesus zu reden. Aber es muss verständlich sein. Und da müssen wir auf unseren frommen Jargon verzichten, auf die Fachbegriffe, die unsere Zeitgenossen nicht mehr verstehen. Wenn ich heute von Sünde rede, dann denkt mein Gesprächspartner, oh ja, bei Weihnachten habe ich zu viel Schokolade gegessen. Ich habe gesündigt. Wenn ich von Wiedergeburt spreche, denkt mein Nachbar, ich meine buddhistische Reinkarnation. Wenn ich von Bekehrung spreche, versteht er, da wird jemand bedrängt und überredet. So wie gestern ja durch die Presse so durchging, über den Bundespräsidenten Köhler, sind neue Details bekannt geworden, dass er eine fundamentalistische Missionsbewegung dort unterstützt hat, nämlich Pro Christ, dort zum Referenzkomitee gehört, ganz abscheuliche Dinge machen. Warum? Weil die Begriffe nicht verstanden werden. Möchte zumindest einen Journalisten unterstellen, dass Ignoranz war und nicht Absicht. Wenn ich von Mission, Missionar spreche, wird ein fanatischer Eiferer verstanden. Wenn ich von Bibelschule spreche, es ging mir vor einiger Zeit so, dass ein Journalist einer ganz bekannten deutschen Tageszeitung mich anrief und sagte so, Bibelschule, sagen Sie mal, ist das sowas ähnliches wie eine Koranschule? Ist das ein Ausbildungslager für Paramilitäre? Unsere Begriffe werden heute in unserer Zeit nicht verstanden. Vielleicht müssen wir ganz neu das Evangelium ausdrücken. Statt Bekehrung spreche ich heute oft vom Neustart im Leben. Wie beim Computer, wenn er sich irgendwo aufgehängt, verhakt hat. Und Gott sei Dank gibt es da die Reset-Taste mit dem Neustart. So ein Neustart im Leben ist möglich, wenn sich alles bei dir verhakt hat. Das gibt es in Jesus. Dass wir dort verständlich über Jesus reden. Ich möchte jetzt gerade so eine interaktive Phase jetzt einfügen. Wir sitzen zwar hier so in so furchtbaren Reihen zusammen, dass wir aber so immer so drei Leute so die Köpfe zusammenstellen, stecken und darüber austauschen. Wie geht es dir dabei? Wie machst du das konkret, verständlich von Jesus zu reden, mit deinen Freunden, deinen Arbeitskollegen, mit deinen Klassenkameraden? Welche Erfahrungen hast du dabei gemacht? Was ist gelungen? Was war für dich eine große Ermutigung? Was findest du vielleicht auch besonders schwierig? Wie geht es dir dabei, dass wir so 7 Minuten Zeit uns nehmen, so die Köpfe zusammenzustecken und dann so ein paar Worte dann auch hier ins Plenum mit von vornherein spielen? Okay? Also, jetzt seid ihr dran. Ganz spontan, wie er so gerade sitzt. Die Zeit ist leider so kurz und fällt mir schwer, das Gespräch zu unterbrechen. Vielleicht so 3 kurze Beispiele von euch, wie ihr positive Erfahrungen gemacht habt. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wer ist mutig und bereit, ans Mikrofon zu kommen und es vielleicht zu sagen? Ja. Gleich noch 2 weitere dazu. Wir wollen ja voneinander lernen. Ja, hallo, mein Name ist Riad. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Dinge, die Jesus persönlich in meinem Leben, also was er bewirkt hat, wenn ich das jemandem weitergebe, dass das effektiv, weiß nicht, ob man da von Effektivität reden kann, aber dass das was ist, was Menschen berührt, weil es einfach eine Sache ist, die man aus erster Hand weitergeben kann. Das ist nicht was man über 10 Ecken gehört hat, sondern wenn Jesus an deinem Leben was bewirkt hat und du das weitergibst,
es ist einfach glaubhaft, weil es an dir vollbracht wurde und es zieht. Also das ist dann so, wie jetzt, das hat er gemacht, echt und so, ja. Und ich habe es erlebt. Und das ist oft so eine Nachfrage und was noch und dies und das ist oft so ein Einstieg gewesen. Super, vielen Dank, Gerd. Ja, wir sind eigentlich nur die ersten zwei Punkte kurz durchgegangen. Was uns aber allen vier aufgefallen ist, ist, dass wir generell Schwierigkeiten haben, über Jesus zu reden und dass es uns allen vier nicht leicht fällt, irgendwie Gespräche aufzubauen. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber ich denke mal, dass es irgendwie so ein allgemeines Problem ist. Und ich bin froh, dass ich aber auch weiß, dass ich nicht der Einzige bin, sondern dass es eben ganz normal ist, dass man da Probleme hat. Und aber auch die Erfahrung, die man dann eben macht, wenn man Gespräche hat, ist es immer so, dass man irgendwie, also so geht mir es auf alle Fälle, ich habe immer einen Frieden darüber einfach überhaupt, dass ich vom Glauben reden konnte und Gott irgendwie den Menschen nahebringen konnte. Und das ist die Erfahrung eigentlich immer gut. Egal, was die Rückmeldungen sind, Gott gibt da einfach irgendwie einen Frieden drüber. Und das ist das, was es ausmacht dann auch. Und nicht das, was die anderen denken. Herzlichen Dank. Noch jemand, der spontan was sagen will? Ich habe beim Sporttreiben einer Freundin von Mission erzählt und sie sagte, oh, mit Mission kann ich gar nichts anfangen. Sie dachte eben, ja, die Missionare, die gehen da irgendwo in den Busch und wollen überreden. Und dann habe ich ihr eben so erzählt, wie das ist, dass eben auch die christlichen Fachkräfte in ihrem Beruf vor Ort sind und habe so ein bisschen erzählt, was ich wusste. Und hinterher sagte sie, boah, das hat mir jetzt total neue Sichtweise gegeben und sie war richtig dankbar, dass ich sie da in Anführungszeichen aufgeklärt habe. Vor Weihnachten haben wir mit unserer Jugend einen Einsatz gemacht, waren in Heidelberg am Bismarckplatz, so ein zentraler Platz, und haben Flyer verteilt, haben versucht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich bin mit einer älteren Dame ins Gespräch gekommen. Man fragt sie immer so, man kennt die überhaupt nicht, was wissen die, was glauben die. Und ich selbst studiere Medizin und irgendwie hat die Dame dann auch von sich aus erwähnt, dass sie Medizinerin ist. Da habe ich mich gefreut. Und sie war, das hatte ich schon rausgefunden, sehr katholisch geprägt, katholisch aufgewachsen. Und als sie dann gesagt hat, dass sie Medizinerin sei, habe ich auch gesagt, ich bin Medizinstudent. Und habe ich so die Frage gestellt, Sie als Medizinerin, was sagen Sie als Mediziner, muss man da an Gott glauben? Und sagt absolut. Und es hat mich einfach gefreut, dass es doch irgendwie Anknüpfungspunkte gibt oder dass das bei Menschen, dass sie nicht alle Gott leugnen oder dass es wirklich auch Menschen gibt, die an Gott glauben und dass man da eine Basis hat, auf die man aufbauen kann. Und deswegen will ich euch Mut machen, geht auf Leute zu. Da ist manchmal durchaus mehr vorhanden, als man so erwartet. Vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht. Es fällt mir auch schwer, mit ganz fremden Menschen so ganz intensiv über ein Glaubensgespräch zu kommen. Will ich euch ehrlich sagen. Ich brauche da ein bisschen Anlauf dazu. Ich brauche erst mal eine Zeit, um zu hören, wo steht jemand? Was bewegt ihn? Und dann so betend zu fragen, wie ist Jesus die Antwort auf die Frage? Was ist relevant jetzt für ihn, für diese Person? Das Geheimnis, glaube ich, ist, dass wir in Beziehungen leben. Ich denke an einen früheren Schulklassenkameraden, der will von Gott nichts wissen. Und trotzdem, er sucht immer das Gespräch mit mir. Und ich bin dabei zu überlegen, wo ist dort eine Gelegenheit, natürlich mit ihm über Jesus zu sprechen. Dort also warten zu können, auch bis Gott so ein Kairos schenkt. Ich möchte noch kurz auf ein viertes eingehen. Oh ja, das überspringe ich jetzt gerade aus Zeitgründen. Viertens, das Evangelium zu leben. Lebt als Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Es ist das weise Verhalten gegenüber Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Attraktiv, ehrlich, authentisch, selbstlos zu leben, großzügig, freundlich Interesse zu zeigen, sich selbst zu verschenken. Warum? Weil wir wissen, dass ein himmlischer Vater für uns sorgt.
andere Menschen zu dienen. Oft redet unser Leben so laut, und wenn es was anderes sagt, als das, was unsere Worte sagen, werden Menschen verwirrt. Ich denke da zum Beispiel an einen früheren Arbeitskollegen von mir, war damals in meiner Gemeinde sehr engagiert gewesen, jeden Abend dort Jugendkreis und Bibelstunde und Gebetskreis und dies. Und eines Tages sagte er mir: Weißt du, Detlef, du hast ja nie Zeit für mich gehabt. Lebensfragen waren bei ihm aufgebrochen, aber abends war ich so busy in meiner Gemeinde gewesen, dass ich nicht mal mit ihm in die Kneipe gehen konnte. Ich wünsche mir, dass jeder von uns, jeder Christ, sich irgendeinem Verein oder einer Initiative anschlägt, ein Hobby hat, das er mit anderen zusammen praktizieren kann. Ob das eine Gymnastikgruppe ist, ein Sportverein, wird dort mit anderen Menschen, die Jesus nicht kennen, in ganz natürlichen Beziehungen leben. Wir sprechen die gleiche Sprache, wir haben die gleichen Interessen. Und dort, in natürlicher Weise, können wir dann auch über Jesus reden. Mein Leben ist eine Botschaft. Hier ist ein etwas kompliziertes Diagramm von Sociovision, ist die deutsche Gesellschaft. Hier ist die wirtschaftliche Ebene, die Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht und in der Achse, wie traditionell ist die Gesellschaft. Postmoderne heute heißt nicht, es ist ein einheitliches Lebensgefühl, sondern unsere Gesellschaft zerfällt in mindestens 10 verschiedene Subgruppen, die alle eine völlig unterschiedliche Sprache, Interessen, Ausdrucksweise, Lebensgefühl hat. Das Schockierende daran ist, christliche Gemeinden erreichen im Allgemeinen nur eine einzige. Und diese bürgerliche Mitte schrumpft sogar immer mehr. Es gibt dann vielleicht Gemeinden wie die Jesus Freaks, die erreichen die hier, die Gruppe hier. Oder vielleicht eine, die viel klassische Konzerte hat, lutherische Gemeinde, erreicht vielleicht die hier oben. Aber es sind eigentlich marginal nur. Die größten Teile unserer Gesellschaft erreichen wir überhaupt nicht. Und Jugendkulturen sehen wiederum ganz anders aus. Nochmal 10 verschiedene Gruppen. Und Migranten in Deutschland sind nochmal 10 verschiedene Gruppen. Den Blick dafür zu bekommen, es bedarf kulturüberschreitender Kommunikation, um andere Menschen in unserer Gesellschaft mit dem Evangelium zu erreichen. Gelegenheiten zu nutzen, die sie im Alltag bieten. Ganz konkrete Situation. Ein Beispiel nur aus Kairo, wie dort die Demonstrationen auf dem Tahrirplatz stattfanden und dann die Polizisten mit den Reitermilizen dort hineingegangen sind und viele totgeschlagen haben. Da kam gerade eine islamische Gebetszeit. Und spontan haben sich dort die Christen eine Menschenkette gebildet um die betenden Muslime. Dass wirklich sich um Christen handelt, seht ihr das Kreuz im Handgelenk? Was machen Kopten? Damit sie nie ihren Glauben verleugnen können. Damit Babys nie gestohlen werden können, kriegen sie gleich nach der Geburt ein Kreuz eintätowiert. Christen bilden hier eine Menschenkette, um die betenden Muslime zu schützen, mit ihrem eigenen Körper. Darf man sowas? Soll man sowas? Die glauben auf was völlig anderes. Die Folge war, dass die Streikführer nachher spontan die anwesenden Christen aufforderten, auf die Plattform hochzugehen und etwas zu dem ganzen Volksmenge zu sagen. Und zum ersten Mal seit 1000 Jahren ist dort außerhalb von Kirchen offen von Jesus geredet worden. Der koptische Patriarch hat den Kopten verboten zu reden, aber von der presbyterianischen Gemeinde, dort Casa Dubara, mit der wir verbunden sind, sind hier hoch. Ihr seht sie hier mit Gitarren aus der Kirche geholt, die ist gleich daneben an, und Jesuslieder gesungen. Und haben Bibelworte vorgelesen,
und sind in den folgenden Tagen immer wieder eingeladen worden von den Streikführern, zu dem Volk zu sprechen, das Evangelium dort in der Öffentlichkeit zu verkünden, von lauter Muslimen. Die Gelegenheit dort genutzt, freundlich zu sein. Dort, wo wir Not empfinden, so wie im Augenblick jetzt in Iligan, in den Südphilippinen, wo wir sehr engagiert sind, in der Katastrophe dort mit dieser Flutwelle, praktisch zu helfen, Menschennot zu helfen und wunderbare Möglichkeiten fürs Evangelium. Dass ihr wisst, würzig, geschmackvoll, interessant, attraktiv von Jesus zu reden. Wie kommen Menschen heute zum Glauben? Über lange Zeit war unsere Gesellschaft geprägt durch die Moderne. Moderne heißt Aufklärung, Verstand, Logik, Wissenschaft. Menschen kamen zum Glauben, indem sie Informationen bekommen haben, indem sie verstanden haben und an der Botschaft Vertrauen geschenkt haben. Doch heute leben wir in der Postmoderne, die geprägt ist von dem Misstrauen gegen Logik, Misstrauen gegen Verstand, Wissenschaft. Wie kommen heute Leute zum Glauben? Indem sie Gemeinschaft erleben, im Hauskreis, im Jugendkreis, Freundschaft, echte Freundschaft. Und dann entscheiden sie sich, diese Botschaft Vertrauen zu schenken. Und zum Schluss fangen sie erst an, das zu verstehen. Das Fatale ist, die Reihenfolge ist genau umgedreht. Meine Sorge ist, heute geben wir oft Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat. Und die Fragen unserer Zeitgenossen lassen wir unbeantwortet. Darum relevant von Jesus reden. Und da sind wir alle gefragt. Da bist du gefragt. Da sind wir alle Fachleute. Du bist die Person, die glaubwürdig ist in einem Freundeskreis. Da möchte ich allen Mut machen, trotz der Herausforderungen von Jesus zu reden. So, ich mache Schluss hier.